Guten Morgen, herzlich willkommen. Wir melden uns live aus dem Thalia Theater an diesem Sonntagmorgen, an diesem besonderen Sonntagmorgen, an diesem ersten Advent in diesem verflixten Jahr. Und trotzdem wollen wir heute etwas feiern, nämlich 40 Jahre Boy-Gobert-Preis mit einer in diesem Jahr besonderen Preisträgerin, mit Josephine Israel. Wie schön, dass Sie dabei sind, dass ihr dabei seid. Macht es euch gemütlich, diesmal alles anders, von zu Hause mit einem Kaffee, mit einer Kerze am Adventskranz. So ein leeres Theater hier, mitten in der Saison, diesen Blick, das bricht einem das Herz. Darüber wollen wir heute auch sprechen, über Theater, über Kunst und Kultur in Corona-Zeiten. Umso schöner ist es, dass wir heute Vormittag, diesen Vormittag, hier so über diesen garstigen Graben miteinander verbringen können. Und so ist dieser Vormittag ein kämpferisches Trotzdem. Und es ist in einem anstrengenden, herausfordernden Jahr, ist dieser Vormittag auch ein Glücksmoment. Josephine, ja, guten Israel. Morgen, meine Damen und Herren. Ja, herzlich hallo. Willkommen hier zum 40. Boy-Gobert-Preis. Genau. Wir sind hier, vielen Dank, Entschuldigung. Danke, Daniel Kaiser, ich werde an dieser Stelle übernehmen. Sehr gern. Vielen Dank. Okay. Ja. Okay. Wir sind hier heute im leider leeren Thalia-Theater. Ja, wir haben heute Spuckfreiheit bis in die letzte Reihe quasi und Beinfreiheit bis in die Unendlichkeit. Das gab es so noch nie, meine Damen und Herren. Bleiben Sie auf jeden Fall dran, aber schalten Sie auf keinen Fall ab. Wenn es heute zum 40. Mal heißt, herzlichen Glückwunsch und natürlich auch herzlich willkommen zum Boy-Gobert-Preis. Ja, wir haben eine einzigartige, wir haben eine unglaubliche, wir haben eine Preisträgerin. Ihr Name ist Josephine Israel und ich würde Sie nun bitten, auf die Bühne zu kommen. Meine Damen und Herren, daran sieht man, dass heute wirklich alles live ist und nichts als live. Bleiben Sie auf jeden Fall dran. Hat sich wohl versteckt, die kleine Maus. Gucken wir mal, wo sie geblieben ist. Hallo. Ich freue mich sehr, hier zu sein heute und ist natürlich auch aufregend. Und Josephine, hey, wow, also ich meine, Boy-Gobert-Preis, ne? Das ist schon eine Nummer. Also. Sag doch mal, Josephine, sag doch mal, also was bedeutet denn der Boy-Gobert-Preis? Was bedeutet der denn für dich? Ja? Also, was soll ich sagen? Brüche sind nicht so dein Ding, oder? Brüche habe ich gelernt. Also, es ist. Nee, es ist eine Riesensache. Es ist eine ganz große, eine Ehre, ne? Es ist eine ganz große Ehre, ne? Ja, Josephine. Und so einen Preis, den bekommt man natürlich nicht umsonst. Da muss man natürlich auch ein bisschen was blicken lassen. Da muss man auch mal ein bisschen was aus der Tasche zaubern. Da wollen wir auch mal ein bisschen was sehen heute. Da muss man mal ein bisschen was vom Jackett hervorholen. Von oben runter, von der Seite in die Mitte. Da musst du jetzt auch mal ein bisschen was beweisen. Und wir freuen uns ganz, ganz, ganz doll auf dein Programm. Bitte! Okay. Der Tisch gedeckt. Der Wein schon kalt. Aber du bist noch nicht da. Es ist ja nicht das erste Mal. Du hast viel zu tun. Na klar. Doch ich will, dass du weißt, was es heißt, immer nur zu warten. Und ich brauche das Gefühl, du bist da, wenn mein Herz erfriert. Ich will dieses Fieber spüren, immer wieder mich an dich verlieren, will das Leben leben wie ein Tanz auf dem Vulkan. Ich will
Ja, unglaublich, das war ein Beitrag. Ja, vielen, vielen Dank an euch, also da ganz vielen Dank an Sie, das ist wirklich ganz toll. Ja, wirklich vielen Dank, ich danke euch, dass ihr dabei vielen seid. Vielen Dank, danke, auch vielen Dank. Ja, und ich würde jetzt gleich... Ja, da, vielen Dank, wir haben einen Eindruck, da jetzt war schon kriege ich viel Schönes dabei. Eine Nachricht rein, ich soll mich zurückziehen. Später, Josephine Israel, ja, wie sie ihre eigene Preisverleihung kapert und eruptiv die Bühne bespielt, das haben wir jetzt gesehen, aber wie sie ist und wie sie tickt, das sehen wir jetzt in einem Fernsehbeitrag von Jan-Peter Gerkens für das NDR Hamburg-Journal. Das Theater, ihr Leben. Was lässt mich spielen? War meine Spiellust. Ja. Mitreißend ihre Intensität. Und beugt sich zum Gesimse, wo die Perücke hängt, die er noch vergaß. Atemberaubend die Präzision. Und reißt vom Kruge sie. Josephine Israel. Und reißt vom Gesimse den Krug herab. Der stürzt, er springt und Ruprecht kracht ins Zimmer. Jeden Mitmensch wünscht man das Böse vom Himmel herunter. Seit 5 Jahren erforscht und erfährt sie im Schauspielhausensemble die Tiefen und Abseiten ihrer Rollen in wunderbarem Zusammenspiel aus Kopf und Körperlichkeit. Ich habe manchmal so einen Spaß daran, einfach auszuloten, wo meine Kraft liegt. Aber es ist ja auch mal schön, ein bisschen sich zu vergessen und diesen Moment zu haben, wo es einfach passiert, ne? Und wo man jetzt nicht alles dann gleich wieder in eine Form bringt oder so. Ja. In einer Theaterfamilie ist sie in Frankfurt-Oder aufgewachsen und hängt seit jeher am Ort und Raum des Schauspiels, ihrem Arbeitsplatz. Ich liebe den Moment der Begegnung und dass hier Menschen im Publikum sitzen und da oben etwas live passiert und das ist danach wieder weg. Und das ist das tragisch Schöne am Theater, dass es eigentlich nur für den Moment ist. Und das ist genau das, was jetzt gerade fehlt. Spielerische Impulse findet sie überall in jeder Form und spinnt sie spontan weiter. Sie weiß, um ihr Glück jetzt einem Ensemble anzugehören und die darin liegende Sicherheit im Gegensatz zu ihren freien Kollegen. Für das Theater, für ihre Kunst und deren Wahrnehmung geht sie sofort auf die Straße. Also ich habe keine Angst darum, dass es nicht mehr gebraucht wird oder so. Aber dass es jetzt so einfach stumm zu machen ist, ist schon ein bisschen beängstigend. Ihre Stimme lässt kein Verstummen zu. Josephine Israel, Boy-Gobert-Preisträgerin 2020. If I could start again, a million miles away, I would keep myself. I would find a way. Hier nochmal live auf der Bühne, auf Betriebstemperatur und live in Action. Als der erste Boy-Gobert-Preis vor 40 Jahren vergeben wurde, da war sie noch nicht mal geplant. Und was wurde da in den letzten 40 Jahren gemacht und gelacht und gefeiert? Schauen Sie mal. All of my dreams are a heartbeat away. Muss man werden. Und dann als Erster einzulaufen. Danke für jede schöne Rolle. Danke für den Boy-Gobert-Preis. Ich weiß gar nicht, womit ich anfangen soll. Es ist so toll. Der Scheck. Ich glaube, ja. Wenn das Säcklein voll ist, geht ihr wieder rein!
Ja, jetzt haben wir ja Hamburger Theaterleute der ersten Reihe. So geballt sieht man sie selten auf einem Platz. Ich frage mich, ist das überhaupt erlaubt? Muss da nicht jemand von der Kulturbehörde einschreiten? Also so auf dichtem Raum. Carsten Broster, Kultursenator, Karin Bayer, Schauspielhaus und der Dozent Joachim Lux, Hausherr des Thalia-Theaters und Burkhard Klausner. Ich freue mich, dass wir jetzt miteinander sprechen können über die Situation des Boy-Gobert-Preises, des Theaters in diesen besonderen, herausfordernden Zeiten. Kultursenator Broster, Herr Broster, 40 Jahre Boy-Gobert-Preis. Welche Rolle hat denn dieser Preis? Welche Rolle spielt er sozusagen im kulturellen Gefüge der Stadt? Das ist ein fester sozusagen Zeitpunkt im Terminkalender, aber ich finde es vor allen Dingen eine ganz bemerkenswerte Ermunterung und Ermutigung für junge Menschen, die sagen, ich gehe diesen Weg, sagen, relativ früh so prominent ausgezeichnet zu werden. Wenn man so in die Liste der Preisträgerinnen und Preisträger guckt, dann ist das auch etwas, was jedem, der den Preis heute bekommt, Mut machen kann dafür, dass das sehr gut weitergehen wird. Das ist sozusagen schon eine sehr frühe, sehr hohe Auszeichnung, die hoffentlich dazu ermuntert, dabei zu bleiben und diesem besonderen Beruf weiter nachzuspüren und ihn mit voller Seele auszuleben. Karin Bayer, welchen Klang hat der Boy-Gobert-Preis, der Name, bei Ihnen am Haus, also unter Ihren Schauspielerinnen und Schauspielern? Ich glaube, dass das ein sehr, sehr wichtiger Preis ist und wir sind auch immer mächtig stolz, wenn der an unser Haus geht. Ich hatte am Anfang immer gedacht, wow, das ist schon echt eine große Herausforderung hier für unsere jungen Kollegen, dass sie dann auch noch das Programm gestalten müssen. Ich dachte, ich würde den Preis, glaube ich, zurückgeben, das würde mich so stressen. Aber ich bin immer wieder erstaunt, wie großartig dann auch in diesen kurzen Zeiträumen der Vorbereitung diese Performances hier sind. Und das zeichnet diesen Preis auch aus, dass das, diese Veranstaltung extrem besonders ist. Und ich glaube, man darf wirklich nicht unterschätzen für junge Kollegen, man vergisst das als Regisseur ja so oft zu loben, wie wichtig Anerkennung ist. Und dieser Preis ist wirklich ein Preis einer sehr großen Anerkennung. Oh Gott. Klausner, 10.000 Euro, das ist ja auch nicht wenig Geld für einen jungen Schauspieler. Das kann man wohl sagen. Wie, so als junger Schauspieler, als normaler Mensch, der nicht Schauspieler ist, macht man sich ja das gar nicht klar, wie der Schauspielberuf auch sozial und finanziell abgesichert ist oder was das bedeutet. Was für einen Impact kann so ein Preisgeld haben? Naja, in erster Linie ist es natürlich, wie Karin Bayer gesagt hat, eine unglaubliche Anerkennung. Mhm. Dann ist es auch eine Entlastung. Und es ist ein Zeichen dafür, auch auf eine Weise, die wir diesen Beruf ergriffen haben, wollten was anderes als mit Geld machen. Mhm. Wir waren keine Geldmenschen. Wir wollten einen Schutzraum für das Gegenteil von Geld. Und wenn man dann beides doch noch erwischen kann, dann hat man es ganz gut erreicht. Ja. Ein extremer Vormittag ist das normalerweise, so eine Boy-Gobert-Preisverleihung. Frau Bayer hat es gerade gesagt. Und heute ist es nochmal ein ganz, ganz besonderer Extremismus, nämlich in einem leeren Theater. Wir waren vor ein paar Wochen hier und haben ja einen Gottesdienst der Künste gefeiert. Vielleicht waren Sie dabei. Und da hat man die Wut im Bauch und die geballte Faust von Joachim Lux auch gespürt, der sauer war. Ist Ihr Zorn ein bisschen im Blick auf den Umgang mit der Kultur in dieser Zeit ein bisschen verraucht? Sind Sie besänftigt? Schwierige Frage. Ich finde, die Maßnahmen, wenn sie nötig sind, sind sie nötig. Das müssen wir alle respektieren. Ich habe aber in den letzten Tagen natürlich nicht besonders günstige Gefühle gehabt, wenn ich im Fernsehen lernen darf, dass Weihnachten das Fest der Familie ist. Das wusste ich schon. Und dass Silvester neuerlich, wie Markus Söder gesagt hat, das Fest der Freunde ist. Und deswegen darf man eigentlich überall böllern, außer an bestimmten Plätzen. Dann finde ich das sehr bemerkenswert, nicht besonders klug, das so zu formulieren. Aber wenn das so ist, dann würden wir uns dieser Freundschaft mit der Kultur gerne anschließen und die Sonderregelung zwischen dem 23. Dezember und dem 1. Januar auch auf die Kultur ausdehnen. Also wenn Silvester das Fest der Freundschaft ist, dann feiern wir diese Freundschaft gerne hier im Theater oder im Schauspielhaus oder in der Elbphilharmonie, wo sich dann Freunde zusammenfinden, um ein Neujahrskonzert zu erleben. Das wäre dann die konsequente Ausdehnung der Maßnahmen auf unseren Bereich, anstatt ihn so zu behandeln, als ob das hier der Hauptansteckungsherd wäre. Carsten Broster, Sie spüren, da gibt es noch eine Befindlichkeit. Warum erreicht das Anliegen, der Kultur gehört werden zu wollen, die entscheidenden Schaltstellen der Macht nicht? Ach Gott,
bräuchte jetzt eine längere Antwort. Was sind die entscheidenden Schaltstellen der Macht? Also ich glaube, zum einen muss man mal sagen, in dem Beschluss der Ministerpräsidentin, Ministerpräsidenten, der Bundeskanzlerin aus der vergangenen Woche ist die Kultur wenigstens adressiert. Man ernährt, sozusagen ernährt sich ja mühsam. Also sie wird nicht mehr der Freizeit sozusagen quasi neben den Bordellen und den Spielbanken untergeordnet, sondern ist schon ein eigenständiger Bereich. Es gibt auch den Hinweis, dass sie keinen Tag länger geschlossen sein darf, als das infektionsmedizinisch unbedingt notwendig ist. Und ich glaube, da, sozusagen diesen Spalt muss man jetzt aufbringen. Ich weiß nicht, ob das mit den Weihnachtsregelungen so viel bringt, weil das würde dann ja heißen, dass man mit 10 Personen in Hamburg aus 4 Haushalten dann im Saal des Thalia-Theaters sitzen dürfte. Das wäre auch eine relativ freudlose Veranstaltung. Das wäre dann der Analogieschluss 1:1. Aber ich finde, worüber wir reden müssen, ist, was wir als Gesellschaft momentan verlieren. Also wir reden ganz viel darüber und Politiker sind schnell dabei zu sagen, ja, mir tun die Schauspieler so leid und mir tun die Künstler so leid, dass die nicht arbeiten können. Das ist auch ein ehrenhaftes sozusagen Gefühl, das man da hat. Aber als Gesellschaft verlieren wir Räume der Reflexion, Räume der Erkenntnis, Räume der Sinnsuche. Und das müssen wir uns bewusst machen. Deswegen ist diese Debatte darüber, was wir gerade nicht haben, so wichtig, damit wir hoffentlich beim nächsten Mal, wenn solche Entscheidungen getroffen werden, nicht so schnell dabei sind zu sagen, das kann weg. Weil da war der Hinweis von Josefine Israel gerade in dem Einspieler ja sehr richtig. Es macht schon betroffen, wie schnell man das verstummen lassen kann. Und ich glaube, dieses Verstummen lassen darf nicht stattfinden. Und deswegen ist diese Debatte und auch die Wut im Bauch so wichtig, um das auch bei anderen zu machen. Wie schnell wir da Markus Söder erreichen, ich setze mir meine Ziele realistisch. Mhm. Bei Boff Bjerg habe ich im Internet gesehen, der hat so beschrieben, wenn man an die Gemälde in den Museen Preisschilder kleben würde, dann könnte man sie öffnen. Das ist ja so. Also Frau Bayer, wie sehen Sie das mit der Priorisierung? Was für ein Gefühl haben Sie im Blick auf die Priorisierung in unserer Gesellschaft, was Kultur angeht? Ist Kultur doch nur nice to have? Nein, das glaube ich überhaupt nicht. Ich glaube auch, dass das Theater da einen ganz besonderen Stellenwert hat, weil es ja etwas macht, was gerade leider verboten ist, nämlich Menschen zusammenkommen lässt und gemeinsam reflektieren lässt. Also letztendlich ist ja das Gespräch nach dem Theaterbesuch genauso wichtig wie das, was ich da sehe auf der Bühne. Und das ist ja das, was wir versuchen zu evozieren, dass Gesellschaft reflektiert und es debattiert und auch vielleicht unbequem debattiert. Das geht zurzeit nicht. Also ich verstehe das auch, dass das zurzeit nicht möglich ist. Ich habe da vielleicht auch ein bisschen andere Haltung als Joachim, vielleicht auch als Herr Broster. Mhm. Aber ich glaube, das würde jetzt zu weit führen. Mhm. Herr Klausner, wie ist das denn eigentlich so als Schauspieler? Wie erleben Sie gerade jetzt diesen neuen Kulturschauter? Was bedeutet das für Sie? Na, erstmal bedeutet es für mich dasselbe wie für wahrscheinlich alle Leute, dass man vereinsamt. Man sieht niemand, alles verkriecht sich. Die Geselligkeit nimmt ab und damit die Öffentlichkeit. Und was das Theater vor allem ja ist, ist ein Ort der Öffentlichkeit, der öffentlichen Diskussion, auf vielleicht nicht nur rationale Weise. Es ist ein Schutzraum. Mhm. Diesen Schutzraum geben wir auf. Und da gebe ich Herrn Broster wirklich absolut recht. Wir verlieren uns in Vereinzelungen. Und das Theater ist der einzige Ort, wie soweit ich sehen kann, wo öffentlich auf nicht nur wirtschaftliche, ich habe vorhin die Frage des Geldes angesprochen, nicht nur wirtschaftliche Aspekte, sondern auf das auch das Irrationale, auf alles, was Menschen bewegt, reflektiert wird. Und das zu verlieren, ist nicht nur für ein Publikum furchtbar, glaube ich. Also ich bin ja auch Publikum, ich gehe auch wahnsinnig gerne ins Theater, ich spiele es nicht nur gerne, sondern eben auch für alle, die auf einer Bühne stehen. Abgesehen von den Energien, die nicht raus können. Ja, das sieht man ja, wenn die Josefine Israel anfängt zu singen, da geht doch sofort das Herz auf. Jetzt ist das Herz ein bisschen zu, das ist schade. Vom Stichwort Schutzraum und Stichwort Flexibilität. Also Amelie Däufelaert hat ja gesagt, na ja, man solle möglicherweise das Jammern aufhören, nach draußen gehen, andere Sachen machen. Also Künstlerinnen und Künstler sollten sich in der Gesellschaft betätigen. Und auch das Thalia-Theater geht ja jetzt in den Himmel, wirft sozusagen Kultur in den Himmel. Ist Kultur möglicherweise zu Mauern fixiert in den heiligen Theaterhallen? Müssen Kulturmenschen nicht noch viel stärker rausgehen, Herr Lux? Naja, man muss erst mal sagen, wir haben eine absolute Notsituation und sind arbeitsmäßig voll damit beschäftigt, das überhaupt hinzukriegen. Alles, was wir jetzt tun, tun wir darüber hinaus. Es wäre ein bisschen so, wenn ein Schiff am Sinken ist und alle versuchen, mit den Eimern das Wasser rauszuholen und man sagt, aber könnt ihr nicht noch ganz andere Schiffe erfinden? Dann sagen wir, retten wir erst mal das eine, dann machen wir das andere. Das ist die Basis. Aber was wir tatsächlich machen, ist dieser erwähnte Gottesdienst der Künste. Das hat irgendwie Spaß gemacht. Das war von Donnerstag auf Samstag aktionistisch hergestellt. Jetzt machen wir das Theater der Lüfte am Freitag auf der Elbphilharmonie. Es muss fantastisch gewesen sein. Das Wetter hat uns zugespielt. Nebel und Sonne und alles Mögliche. Wir erfinden jetzt beim Thalia
eine telefonische Poesieambulanz für die Vereinzelten und Vereinsamten zu Hause. Also wir machen schon Sachen, wir wollen auch in den öffentlichen Raum, aber es ist trotzdem, dieses Theater der Lüfte zeigt das und das Telefon auch, bei den Lüften sind wir ganz weit oben, beim Telefon ist es am Ende ein Draht. Die unmittelbare Begegnung mit den Menschen, die geht nicht. Ich hatte vorher sogar überlegt, lass uns doch viel früher der Milchmann durch die Stadtviertel ziehen und mit der Glocke läuten, dann gibt es aber keine Milch, sondern dann gibt es Kultur. Mist, dann entsteht eine Versammlung, weil die Leute auf die Straße kommen, wenn wir da Kultur verteilen. Also es geht einfach ganz viel nicht. Und das Tolle bei dem Boy-Gobert-Preis, das muss ich auch noch mal sagen, ist, es hat schon auch mit der Körperstiftung zu tun, ist, dass dieses Theater mit 1000 Plätzen, und das ist ein Kompliment an Hamburg, voll besetzt ist, wenn hier ein junger Mensch alljährlich den Preis kriegt. Das heißt, es lebt schon auch davon, dass das Publikum, die geneigte Öffentlichkeit, sagt, das ist ein Anlass, der uns wichtig ist. Und daran sieht man auch, was heute fehlt. Ja, und der Boy-Gobert-Preis, der ist ja nicht nur eben nice to have, das ist ein richtig wichtiger Preis. Der kann ein Künstlerleben beeinflussen und auch retten. Ehemalige Preisträgerinnen und Preisträger berichten mal, wie das bei ihnen war. Eine Ahnengalerie. Das war mir sehr wichtig. Das war toll. Das war mein erster Preis. Und das war das erste Mal, dass ich eine Bestätigung erhielt, dass ich vielleicht irgendwie was kann. Da so viel Neues auf einen einprasselt, wenn man gerade angefangen hat, war das für mich eine willkommene Bestätigung und hat mir Kraft gegeben und Mut gegeben. Und ich glaube, man braucht nicht unbedingt Preise, um Selbstbewusstsein zu bekommen, aber es hilft einem ganz schön doll dabei. Ja, der Boy-Gobert-Preis hat in gewisser Hinsicht schon einen großen Einfluss auf mein Leben gehabt. Nämlich insofern, als dass ich ja, wie jeder Preisträger, dieses Matinee veranstalten musste, 1,5 Stunden. Man muss es sozusagen tun. Und das hat Karin Bayer damals gesehen und hat mich daraufhin gefragt, ob ich nicht auch ein Stück inszenieren möchte am Schauspielhaus. Klare Sache, der Boy-Gobert-Preis war der wichtigste Preis, den ich gewonnen habe. Ich war damals 23, super jung, super unsicher. Es war der erste Preis, den ich bekommen habe. Und er hat verändert, wie Leute mich sehen. Und vielleicht sogar auch, wie ich mich selber sehen darf. Außerdem sind 10.000 Euro können lebensverändernd sein. Also dieser Preis hat mir natürlich unglaublich viel bedeutet, weil mir, wie gesagt, der Name Boy-Gobert so ein Begriff war, der sozusagen in meiner Familie schon von Kindesbeinen dann tauchte der Name Boy-Gobert immer auf und ich wusste, wer das war und wusste, was für eine wichtige Theatergestalt das war. Wenn ich Intendantin wäre, würde ich schauen, dass nicht nur das Leitungsteam mit gleich vielen Männern und Frauen besetzt ist, sondern dass sich das auch weiterträgt bis hin zum Ensemble, in die Dramaturgie hinein und auch bei der Stückauswahl berücksichtigt wird. Dass noch vermehrt Stücke gespielt werden, auch von weiblichen Autoren. Die Frauen über 45, die werden bei mir Superstars. Ich weiß nicht, ich würde mir ein junges, leidenschaftliches Ensemble zusammensuchen und würde versuchen, wahrscheinlich wieder ein ganz archaisches Theater zu machen, ein Theater, das unterhält. Als Intendantin würde ich zuerst einmal ein Ensemble zusammenstellen aus diversen mündigen, spielwütigen SpielerInnen. Und diese Gruppe wäre für mich das pochende Herz des Theaters, das ich gerne erleben möchte. Ich würde versuchen, mir klarzumachen, dass das Theater nicht mir gehört, sondern ich dem Theater. Ich finde total toll, wenn man sich mit allen solidarisiert, mit allen zusammen ist, wenn man nicht in Konkurrenz geht, sondern sagt, so, ich kann von allen lernen, ich kann von der nächsten Generation lernen, von den Alten lernen, beim Zugucken total viel. Vertraue darauf, dass der spielende Mensch ganz andere Ressourcen hat als der denkende Mensch allein. Ich denke, diese Generation, die jetzt jung ist, die wissen eh viel mehr. Da liegt auch meine Hoffnung. Das ist eine tolle Generation. Ich käme mir wirklich blöd vor, denen was zu sagen. Ich höre eher denen zu. Wäre gespannt, was die mir sagen. Ich bin eigentlich von so einem stetigen
dazulernen und weiser werden ausgegangen. Und das hat sich insofern meine Prophezeiung verändert, weil es ist alles genauso wie damals vor über 30 Jahren, als ich den Boy-Gobert-Preis bekommen habe. Ich habe die gleichen Ängste, ich bin genauso unfähig, wie ich damals war. Ich habe dasselbe Glück wie damals. Es verändert sich nicht viel. Im Grunde ist es immer dasselbe. Menschen treffen auf Menschen, es ist immer jetzt und es geht immer um Menschen. Ich hätte nie damit gerechnet, dass ich in einem Film, der Wuff heißt, Maite Kelly küssen darf. Obwohl sie in dem Film eine Katzenliebhaberin spielt und ich ein Hundeliebhaber. Außerdem muss ich sagen, ich hätte nicht damit gerechnet, dass die Zeit, in der wir uns gerade befinden, Corona, uns doch dahin führt, dass wir anfangen müssen, um das, was wir tun, zu kämpfen, um eine Existenzberechtigung plötzlich kämpfen müssen in unserer Gesellschaft, in unserer Kultur. Ich hoffe, dass wir das schnell und gut begreifen und auch richtig handeln und uns allen klar machen, wie wichtig das ist, was wir tun und tun wollen. Burkhard Klausner, ist es heute eigentlich leichter, junger Schauspieler, junge Schauspielerin zu sein, als vor 20, 30, 40 Jahren? Sie haben ja Kontakt auch über Ihre Juryarbeit mit den jungen Leuten. So. Das bin ich trotzdem überfragt. Ich glaube nicht. Ich kann mir das nicht vorstellen. Es ist, wie Michi Mertens gesagt hat, es gibt bestimmte Eckpunkte, die verändern sich nicht in diesem Beruf. Und so gerne man zum Beispiel ohne jede Scheu vor ein Publikum hinträte, das wird nicht so sein. Man muss diese Scheu ja auch haben, damit man etwas überwindet, was eben in die Öffentlichkeit will und was sich veräußern will. Ich weiß nicht, ob junge Schauspieler das leichter haben. Ich glaube nicht. Mhm. Zumal in dieser Zeit jetzt gerade, sich als junger Mensch für einen kreativen Beruf zu entscheiden. Es gibt ja immer wieder Signale. Ein sehr verstörendes Video habe ich vor einigen Tagen gesehen, von Winfried Kretschmann geteilt, Ministerpräsidenten Baden-Württemberg, inzwischen wieder zurückgenommen. Aber da war so ein Balletttänzer zu sehen, Mike, der gesagt hat, wegen Corona, in Anführungszeichen, lerne ich jetzt was Ordentliches und ich studiere Medizin. Was ist das für eine Botschaft, Carsten Broster? Die liegt ja in der Luft. Das ist ja nicht der erste derartige, die erste derartige Aussage gewesen, die so in der Luft lag. Ja, ich habe mich darüber, also genau über das konkrete Video, ja schon ordentlich aufgeregt, so sehr, dass sogar Anrufe aus Baden-Württemberg, aus der dortigen Landesregierung kamen, die uns erklären wollten, was sie damit meinten. Also das ist eine irre Eselei. Also ich glaube sogar, also eigentlich haben die das gar nicht so schlimm gemeint, sondern die haben an Studierende einer Hochschule einen Auftrag gegeben, macht mal was, was jungen Menschen Mut macht, durch die Corona-Zeit zu kommen. Und dann kommen die auf die beknackte Idee, tatsächlich ein sozusagen Ballettensemble-Mitglied, dessen Theater geschlossen ist und der jetzt sagt, okay, dann mache ich halt ein Medizinstudium dazu nehmen. Das ist ehrlicherweise genau das Klischee der Tante, die, glaube ich, jeder, der irgendwann sagt, ich will in einen kreativen Beruf hinein, sagen, die zu Hause am Kaffeetisch sitzen und sagen, Junge, willst nicht was Ordentliches lernen? So, und genau diesen Gestus hatte das Ding. Das ist nur das Fatale, dass das ja nicht nur da einmal vorkommt. Die Briten haben daraus eine ganze Kampagne gemacht. Da gab es dieses Reskill, hieß das, also sozusagen neue Skills erwerben. Da haben die richtig versucht, auf so einem Weg, ihr seid in einer Sackgasse, ihr könnt nichts, lernt doch was und kommt zum NHS, also zum National Health Service. Und die gesamte Gesellschaft momentan ist so unterlegt, dass wir so tun, als ob das gerade nicht der Platz ist, als ob es wichtigere Dinge gäbe, die zu tun wären. Und das halte ich für so unglaublich fatal. Und deswegen finde ich es so wichtig, dass wir gerade jetzt auch sowas wie den Boy-Gobert-Preis feiern, um zu zeigen, nein, wir brauchen das jetzt und wir wollen Menschen ermuntern, diesen Weg zu gehen. Der ist jetzt noch beschwerlicher als ohnehin. Aber wir brauchen ihn gerade jetzt ganz besonders dringend, weil wir natürlich uns nicht darauf reduzieren, zu essen und zu arbeiten und zu beten. Das ist das, was wir momentan dürfen. So, es gibt Dimensionen, die noch dazu kommen. Und dazu gehört Kunst und Kultur ganz elementar. Und deswegen brauchen wir Menschen, die das machen. Und die müssen wir ermuntern, das zu tun und nicht sozusagen entmutigen und ihnen zu sagen, lern doch mal was, was jetzt irgendwie gesellschaftlich notwendiger ist. Olaf Zimmermann, der Geschäftsführer des Kulturrats, der hatte auch was gesagt, auch wieder dann zurückgenommen. Aber es ist ja da. Es ist ja da. Der hat gesagt, wer mit Unsicherheit schlecht leben kann, der sollte von einer freiberuflichen Tätigkeit in der Kreativbranche Abstand nehmen.
aus dem Kulturrat, wenn man sowas hört. Das heißt, wir sind ja jetzt hier sozusagen fünf Stühle eine Meinung und wir behaupten sozusagen, dass Kultur identitätsstiftend ist und wichtig ist und genauso wichtig ist wie Essen und genauso wichtig ist wie Beten. Aber warum ist das sozusagen, warum sind es nur wir und warum ist es sogar der Kulturrat? Warum ist diese andere Meinung in der Luft, Frau Bayer? Was kann man tun, um sozusagen den Wert von Kultur klarzumachen? Ich glaube, dass sehr vielen Menschen der Wert von Kultur sehr viel klarer ist, als wir denken. Wir haben da zum Beispiel, als wir diese Livestreams gemacht haben, das war ja ein großes Experiment für uns, dass wir in dem Moment, wo der zweite Lockdown uns erwischt haben, versucht haben, Geistervorstellungen zu spielen und diese dann in die Wohnzimmer, aber auch nur in dem Moment, wo sie stattfinden. Also ehrlich gesagt, wie beim Fußball, also um 19.30 Uhr geht der Lappen hoch, wir zeigen das, haben wir extrem, wirklich extrem viele Reaktionen von Zuschauern bekommen, die wirklich, wirklich rührend waren. Also viele haben eben versucht, weil sie nicht applaudieren können, uns auf andere Art und Weise etwas zurückzugeben. Es gab einige, das hat mich richtig angefasst, die sich im Wohnzimmer abfotografiert haben, weil sie sich ein Abendkleid angezogen haben, um die Premiere zu sehen. Es gab Leute, die rote Beleuchtung angemacht haben, Samt über ihre Stühle gelegt haben. Es gab Leute, die ihre Standing Ovations im Wohnzimmer aufgenommen haben. Also ich fand's, für uns war das ein ganz tolles Erlebnis, weil wir auf diese Art und Weise doch auch noch mal auf eine andere Art und Weise ein Feedback bekommen haben, wo ich gemerkt habe, mein Gott, es bedeutet diesen Menschen wirklich richtig, richtig viel. Also sie machen auch wirklich gestalten diesen Abend selber. Also insofern weiß ich gar nicht, ob wir immer diejenigen sein müssen, die darauf hinweisen müssen, wie wichtig Kultur ist. Also Sie haben das letztens auch in einem Interview gesagt, Deutschland ist eine Kulturnation, da sind wir mächtig stolz drauf. Und auch die Form von Nachdenken und vielleicht auch Leiden für die Kultur führt eine Gesellschaft weiter. Ich glaube, das ist vielen klar. Und ich weiß gar nicht, ob wir das immer wieder betonen müssen. Ich merke, dass es doch gesellschaftlich sehr verankert ist. Aber es ist doch so, und da kommt ja auch die Wut von Joachim Lux dann her, wenn es zum Schwur kommt, habt lieber einen wirtschaftlichen Plan B im Hintergrund, oder? Ja, weil Sie jetzt schon mehrfach sagen, Wut. Also ich gehöre nicht zu den Corona-Leugnern, um das Nein. Gut. Ich glaube, dass Kultur sich tatsächlich nicht unentwegt selbstbeschwörend beweisen muss, wie Karin gerade gesagt hat, sondern, und deswegen bin ich im Substanziellen relativ entspannt, weil ich sage, es gibt zwei Dinge, die zumindest Theater ausmacht. Das eine ist Spielen. Menschen wollen spielen seit Jahrtausenden und sie werden weiterspielen, Corona hin oder her. Und insofern wird es Theater auch immer weitergeben. Und das andere ist das Soziale. Menschen wollen miteinander was erleben. Und das dritte ist, sie wollen sehen, wie Menschen Menschen darstellen. Das sind die drei Basispunkte des Theaters. Und das wird niemals untergehen, egal unter welchen finanziellen Bedingungen auch immer. Der andere Punkt mit dem Geld, ja, Freiberufler gehen grundsätzlich ein höheres Risiko in ihrem Leben ein, aber nicht nur im Theater, als Menschen, die in einer Festanstellung sind. Das ist beim Theater auch so. Aber bei den Staats- und Stadttheatern handelt es sich ja um Menschen, die fest engagiert sind. Das heißt, da gibt es zumindest eine relativ komfortable Grundsicherung, die man da hat. Also man muss nicht sagen, wie Tante Helga am Küchentisch, lern noch mal was Vernünftiges und dann kommt der Schock, der Mensch geht zum Theater. Das ist ein Klischee. Die vielen jungen Leute auf den Hamburger Bühnen, die mögliche Kandidaten für den Paul-Gobert-Preis sind und dann kommt die Jury ins Spiel, Burkhard Klaus, dann nehmen Sie uns mal mit in die Juryarbeit. Wie konfliktös war das denn? Haben Sie doll gestritten? Manchmal ja. Das ist Gott sei Dank, muss man sagen, weil es wäre ohne einen gewissen Streit langweilig erstens und zweitens unglaubwürdig. Aber die Talente sind nun auch nicht so wahnsinnig breit gestreut, dass man vor lauter Übertalent nicht gucken kann. Manchmal muss man sehr fein abwägen und natürlich das Besondere an der Juryarbeit ist, dass es auch sich über viele Jahre hinstreckt. Der Preis geht ja bis zum 30. Lebensjahr, ist es möglich, ihn zu verleihen. Und Schauspielerinnen, Schauspieler
fangen oft ja schon mit 21 unter Umständen an. Und dann beobachtet man das natürlich und geht dadurch auch viel ins Theater. Dann woanders kann man Schauspieler nicht gut beurteilen für einen Theaterpreis. Das ist eine Krücke, wenn man die dann vielleicht mal in irgendeiner Fernsehrolle sehen kann. Aber die Juryarbeit an sich ist interessant, sehr interessant, weil sie natürlich an die Parameter des Theaters anschließt und fragt, was ist wichtig, was ist das Talent, kann man das überhaupt richtig einschätzen und wie geht jemand an Rollen ran. Ich erinnere mich, ich will das nur ganz kurz sagen, dass es zum Beispiel in zwei Punkten immer wieder erstaunliche Differenzierungen gibt. Es gibt Schauspielerinnen, Schauspieler, die sehr stark von innen arbeiten und deren Seelenausdruckskraft so stark ist, dass sie wenig Glamour produzieren. Und die können unter Umständen denen, die ein Fass aufmachen, den Preis wegschnappen. Und ebenso ist es manchmal beeindruckend, wie junge Schauspieler vor allem schon über Mittel verfügen, die irgendwie also die 20er Jahre in Hollywood in den Schatten stellen würden. Also das ist ein interessantes Spektrum. Und beim entscheidenden Moment der Jury-Sitzung in diesem Jahr, da waren wir dabei und so sah das an und fühlte sich an. Heute ist die Jury-Sitzung zur Entscheidung über die Verleihung des Boy-Gobert-Preises für das Jahr 2020, das inkriminierte Corona-Jahr. Wir mussten natürlich auf das zurückgreifen, was wir vor den Corona-Maßnahmen gesehen haben und was wir jetzt kurz nach der Eröffnung der Spielzeit sehen konnten. Das ist eine Erschwernis, wie es sie überhaupt noch nie gab, solange ich jedenfalls dabei bin. Die Jury hat sich entschieden für Josephine Israel. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt bin ich ganz aufgeregt. Aber ich mache laut, damit ihr entsprechend ja, hört. Ne? Wir bitten darum. Sag dir doch, dass alle zuhören. Ja, das sage ich, da hast du recht. Ich rufe an, als Vorsitzender der Jury des Boy-Gobert-Preises, hier um mich versammelt am Tisch, das Telefon ist lautgestellt, sind die übrigen Jurymitglieder sowie der Vorstand der Körperstiftung. Wir haben dich zur Preisträgerin 2021 gewählt. Oh mein Gott! Oh Gott! Oh Gott! Krass! Krass, oder? Ja. Ist das nicht toll? Oh Gott, ich krieg einen Herzinfarkt. Ich auch, ich habe ihn schon hinter mir. Man kann ihn überleben. Hier, alle schreien, nochmal. So, das war's. Ja, hallo, ich habe das auch gerade gesehen, deswegen bin ich ein bisschen aufgewühlt. Meine Damen und Herren, sind Sie noch beim Kaffee oder Tee oder Sekt oder im Schlafanzug oder... Ja, lassen Sie sich nicht stören, alles gut. Aber ich sehe alles, ne? Also, nee, also das ist natürlich das Ding, ich sehe natürlich nichts, Sie sehen alles, also das ist so ein bisschen das... Ja, aber ich meine, also, ich freue mich, dass Sie hier sind, also da. Ich hätte Sie natürlich viel lieber hier, so, also. Ja. Also, ich vermisse Sie schon. Sehr. Aber gut, stellen wir uns jetzt einfach mal vor, Sie wären jetzt also hier, oder stellen Sie sich doch mal vor, Sie wären jetzt also hier drin, ja, dann, dann wäre ich also quasi, theoretisch wäre ich dann auf die Bühne gekommen. Irgendwie so, so. Oder nochmal, irgendwie so. Und dann hätte ich so, dann hätte ich also einfach für Sie und dann, es hat sich Einschneidendes begeben, denn ich bin jetzt Künstlerin.
Es hat damit angefangen, dass meine Mutter mit der Buschmann sprach, die Garderobenfrau war bei den Schauspielerinnen. Und die hat wieder mit der Frau Baumann geredet, die alte und komische Rollen spielt. Und die hat mit einem gesprochen, der die Stücke lenkt und Regisseur heißt und Klinkfeld. Und der hat wieder mit einem gesprochen, der tiefer ist als er und unter ihm die Stücke lenkt und Inspizient heißt und Bloch und tut immer so, als ob ihm das Theater gehöre und sagt schweinische Sachen. Und der hat wieder mit meiner Mutter gesprochen. Und jetzt mache ich Start History. Und ich muss in einem Stück, das Wallensteins Lager heißt, und mit einem Krug und mit noch anderen Mädchen über die Bühne laufen. Aber vorläufig ist alles noch Probe. Die eine Hälfte der Mädchen kommt vom Konservatorium und macht nur so viel Geld mit und kommt sich sehr kolossal vor. Und die anderen kommen von der Schauspielschule und kriegen kein Geld und kommen sich dafür noch kolossaler vor. Jeden Morgen kommt der Direktor von der Straße. An der Art, wie er so mit ganz schnellem Ruck die Tür aufreißt, merkt man, dass er das Theater beherrscht. Sonst ist er wabbelig dick und hat grüne Haut und heißt Leo Ohlmütz. Die Mädchen machen sich wichtig, wenn sie ihm mit Absicht zufällig begegnen. Heute Morgen hat er zu zweien gesagt, na Kinder, so vergnügt heute. Das war eine Sensation. Und sie haben bis mittags darüber gesprochen und alle zankten sich, ob er nun na oder nicht na gesagt hat. Und sie bildeten alle eine Clique und warfen verächtliche Blicke gegen mich, weil ich nicht hören sollte, was sie flüsterten. Da sagte ich auf einmal, ganz ruhig. Ich kann Leo ja heute Abend mal fragen, ob er na gesagt hat. Alle starren mich an. Ich merke gleich, dass ich auf dem richtigen Weg bin, mir Achtung zu verschaffen. Das dürre Gestell von Pilli fragt nur, kennen Sie ihn denn? Ich. Wen, Leo? Ja, natürlich. Er hat doch meine Ausbildung persönlich in der Hand und möchte nur nicht, dass ich darüber spreche und soll mich auch sonst von allem hier fernhalten. Und dann gab es eine riesige Aufregung wegen einem Satz in dem Stück, das Wallensteins Lager hieß. Also den Satz, den sollte eine von den Schauspielschülerinnen sprechen und wer, darum ging eben die ganze Aufregung. Das fette Stück Linny setzt mir zu, ich solle bei Leo machen, dass sie den Satz kriegt. Da blieb mir nichts anderes übrig, als zu sagen, Linny. Linny, du kannst es dir doch denken, dass Leo es nachts satt hat, von Sätzen zu hören. Und dann ist er auch so leidenschaftlich und kann an nichts mehr denken. Und dann bekam den Satz Miller von Trapper. Man stelle sich vor, eine echte Adlige mit früherem General als Vater, als proletarische Marke. Eines Morgens sehe ich das Trapper in die erste Etage stöckeln. Ich hinter ihr her. Sie verschwindet auf der Toilette. Also der liebe Gott hat's gut mit mir gemeint. Der Schlüssel steckt von außen. Ich drehe ihn um ganz leise und hau wieder ab. Keiner hat's gesehen. Darauf wird der Satz auf der Probe nicht gesprochen. Und Klinkfeld geriet schon außer sich vor Wut wegen Aufenthalt der Probe. Da stürze ich plötzlich aus meinem Zelt. Also das Zelt war noch nicht da, erst auf der Hauptprobe. Ich trug mein wahnsinnig raffiniertes feuerrotes Kleid ganz eng und ich schrie, Base, Sie wollen vor! Ja. Ja, und wenn sie jetzt da wären, also im Publikum, dann wäre natürlich totale Aufregung, weil so, oh, warum bricht sie ab, so mittendrin? Vollkommen, was passiert, Cliffhanger? Ja, und jetzt? Ja, jetzt habe ich natürlich wirklich ein Problem, weil, also für den nächsten Part brauche ich sie einfach, weil es ist, das ist so ein Spiel mit dem, wissen Sie, ich möchte nicht, dass Sie sich Gedanken darüber machen, ob man das heute so spielen darf. Ob das altbacken ist oder Frauen in einem falschen Licht dastehen lässt. Ja, meine Brüste wackeln in einem Seidenfummel, ich trage sehr hohe Schuhe, ich sehe aus wie aus der Zeit gefallen. Vielleicht ist das Theater, das man vor 10 Jahren gemacht hat. Vielleicht lachen Sie jetzt und sagen danach, oh, bisschen langweilig, bisschen von gestern. Aber ich werde so schnell sprechen und so viel tun, dass Sie gar nicht zum Nachdenken kommen. Ich möchte Sie zum Lachen bringen, aber das wird mir nicht genügen.
Und ich werde Sie wieder ein wenig verwirren wollen. Am Ende werden Sie aus dieser Matinee gehen und die berühmten Worte aussprechen. Ah, weiß ich noch nicht. Muss ich erst mal drüber nachdenken. Denken Sie sich doch mal diese Bühne weg. Oder denken Sie sich die Wände dieses Raumes weg hier. Oder die Wände und Mauern des Theaters. Oder denken Sie sich die Wände Ihrer Eigentumswohnung oder Ihres Mietshauses weg. Wo sind wir dann? Genau. Auf der Straße. Verstehen Sie, was ich meine? Gut. Denken Sie sich meine Kleider weg. Meine Haut. Sehen Sie in mein Herz. Ich weiß, es ist Ihnen wahnsinnig unangenehm, aber ich stehe hier und ich werde diese Peinlichkeit für Sie aushalten. Und ich werde nicht thematisieren, dass ich eine Frau bin, denn das tut dir gerade nichts zur Sache. Ich habe keine Lust, Klischees zu bedienen. Ich habe noch weniger Lust, Klischees bewusst nicht zu bedienen. Ja, gut, vielleicht werde ich später ein wenig für Sie twerken. Mal sehen, was das mit Ihnen macht. Also für mich bedeutet das erstmal nur, dass ich in die Knie gehen werde, um dann sehr schnell mit dem Hintern hin und her zu wackeln. Aber ich werde Ihnen meinen Hintern bewusst nicht zudrehen, sodass sich das eigentliche Ereignis nur in Ihrer Fantasie abspielen wird. Es könnte also sein, dass Sie diesen einzigartigen Moment komplett verpassen. Vielleicht haben Sie ihn sogar schon verpasst. Denken Sie mal drüber nach. Jedenfalls war alles leichter, als die Menschen noch keine Erwartungen hatten. Wann hat denn das begonnen? Die Menschheit war glücklich vereint und plötzlich gab es einen Knall und es entstand ein riesiger Erwartungsdruck. Alle Menschen hatten auf einmal aus unerfindlichen Gründen riesige Erwartungen. Und die blieben natürlich alle unerfüllt. Kennen Sie diese Momente? Wenn auf der Bühne scheinbar sehr lange nichts passiert und man sich seiner eigenen Sterblichkeit bewusst wird? Dem möchte ich Sie heute nicht aussetzen. Aber jetzt denken Sie natürlich an den Tod. Das tut mir aufrichtig leid. Ich glaube übrigens an Leben vor dem Tod. Ja. Vielleicht werfe ich später noch das Wort Krieg in den Raum. Einfach so, Krieg. Also für mich bedeutet das erstmal nur, dass ich das Wort Krieg ausspreche. Mal sehen, was das mit Ihnen macht. Okay, ich würde mich jetzt gern ein bisschen angreifbarer machen. Ich fände es schön, wenn Sie mich ein bisschen mehr in der Hand hätten. Vielleicht könnten Sie damit beginnen, sich zu räuspern, zu husten. Nee, besser nicht husten. Aber irgendwie so böse Blicke wären hilfreich. Toll wäre ein Sprechchor, aber den werde ich jetzt bestimmt nicht mit Ihnen einstudieren. Ich erzähle Ihnen jetzt eine kleine Posse aus meinem Leben. Ja, ich habe Posse gesagt. Ich weiß nicht, ob man dieses Wort jemals benutzt hat, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es ein Synonym für Geschichtchen oder Schwank ist. Ich erzähle Ihnen also eine kleine, wahre Begebenheit aus meinem Leben. Okay, und vielleicht wird dieser Morgen eine unvorhergesehene Wendung nehmen. Sie werden mich verachten. Ich reiß mich jetzt also ein wenig auf. Oh mein Gott, meine kleine Posse kann der Ankündigung gar nicht mehr standhalten. Sie werden sie profan finden. Deswegen werde ich sie sehr langsam erzählen, dass sie in den Wortpausen über diesen Abend nachdenken können und schlussendlich über ihre eigene Sterblichkeit. Ihre Augen werden nach innen wandern. Sie werden mich keines Blickes würdigen und den Moment verpassen, in dem ich exzessiv twerke. Pech gehabt. Ach, und eine Bitte habe ich noch. Vergessen Sie mich. Können Sie das?
Mich vergessen, während ich hier vor Ihnen stehe? Denken Sie doch noch mal in ein paar Jahren an mich, aber jetzt vergessen Sie mich. Krieg! Ich habe Sie vorgewarnt. Okay, der Abend tritt auf der Stelle. Sie wollen jetzt etwas von mir, ein Stück meiner Seele. Dafür haben Sie bezahlt. Ich muss mich jetzt nackt machen. Sie wollen jetzt diese Posse hören. Posse! Ich sage dieses Wort wirklich unglaublich gern, Posse. Und würde mich freuen, Posse, 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 wenn Sie es auch Posse, 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 Posse in Ihren Sprachgebrauch aufnehmen würden. Ach, wissen Sie, was mir letztens... Nee. Ich kann Ihnen das jetzt nicht erzählen. Wissen Sie, ich weiß ja nicht mal, ob ich sie hab oder nicht. Also, nee, es ist also, die ist ganz grausam, die Geschichte. Ich kann ja ein paar Punkte nennen. Das ist da, also es ist im Freibad, also ich war im Freibad und da ist ein Junge und der springt und ich springe auch. Und am Ende ist der Junge tot und es ist meine Schuld, also. Ich fänd's schön, wenn Sie mich jetzt ein wenig süß fänden. Vielleicht, wenn ich Sie so anstrahle und ein bisschen auf der Stelle hopse. Stellen Sie sich dann noch ein kleines Röckchen vor und zwei kleine Söckchen und dann noch zwei kleine Zöpfchen am hübschen Köpfchen. Was und wie ich es sage, ist doch wirklich wahnsinnig süß, oder? Dem können Sie sich doch gar nicht entziehen. Hopsen. Mopsen. Hätten Sie was dagegen, wenn ich Sie duze? Sie sind ja schon ziemlich alt, so zusammengenommen. Aber so ein Duzen, das kann manchmal Wunder wirken. Dann vergessen Sie mich bestimmt nicht, obwohl ich mir schon sehr wünschen würde, dass Sie mich jetzt vergessen. Seit ich Yoga mache, kann ich mit jedem einzelnen Wirbel meiner Wirbelsäule knacken. Weißt du was? Jetzt schaust du mich schon wieder so an, dass ich mich glatt in dich verlieben könnte. Kann ich mich mal ein bisschen unter dich mischen? So was Warmes, Weiches wie dich bin ich gar nicht mehr gewohnt. Ich weiß gar nicht, wem ich das hier erzähle. Ich weiß gar nicht, wem ich hier was, warum, überhaupt, warum erzähle. Wer bist du überhaupt? Oh Mann, jetzt habe ich wieder einen dieser einsamen Momente. Ich reiße mich hier auf und ernte nur Stumpfsinn. Zum aus der Haut fahren ist das. Wir hätten einfach nie anfangen dürfen, uns zu duzen. Das macht alles komplizierter. Ich habe auch jegliche Lust verloren, mich zu öffnen oder irgendwas von mir preiszugeben. Ich bekomme einfach zu wenig zurück. Soll ich mich jetzt selber anfassen, um mal ein bisschen was zu spüren oder was? Nee, nee, so läuft das nicht. Ja, ja. Die intensivsten Liebesbeziehungen sind eben nicht lebbar, so ist das. Eigentlich bin ich schon seit 5 Minuten auf dem Sprung, aber insgeheim hoffe ich, dass da noch irgendwas kommt. Das kann doch nicht alles gewesen sein. Nee. Wir müssen getrennte Wege gehen. Das ist keine Masche, um dich zurückzugewinnen. Wir sind einfach zu verschieden. Du und ich. Met you by surprise. I didn't realize that my life would change forever. Saw you standing there, I didn't know I cared. There was something special in the air. Streams are my reality.
reality, the only kind of real fantasy. Illusions are a common thing. I try to live in dreams. It seems as if it's meant to be. Dreams are my reality, a different kind of reality. I dream of loving in the night, and loving seems alright, although it's only fantasy. Liebes Publikum, danke an Sie zu Hause, danke hier. Vielen Dank, dass Sie da waren. Das war ein toller Morgen. Und ich danke Sascha Rau und ich danke Samuel Weiß und ich danke Lars Rudolph und ich danke Bendix Detlefsen. Und jetzt nochmal alle. Streams are my reality. The only kind of real fantasy. Illusions are a common thing. I try to live in dreams. It seems as if it's meant to be. Dreams are my reality. A different kind of real. Loving seems all right, although it's only fantasy. Ja, da kann man auch die Hände mal zu Hause auf dem Sofa zu einem perkussiven Akt staccatohaft zusammenführen. Applaus, Sophie Israel, vielen Dank. Für diese wunderbare Laboom 2.0 Performance. Vielen Dank. Und jetzt wird es ernst. Jetzt kommt nämlich schon die Laudatio. Und hier kommt Lina Beckmann. Okay, ich habe es noch nie gemacht. Ich hoffe, es geht gut. Ich habe von Karin Henkel gehört, dass Josephine in unser Ensemble kommt. Sie erzählte mir, dass sie Josephine kennt, seit sie im Alter von 6 Jahren ihren Papa Thorsten Ranf in den Ferien besuchte, mit dem Karin Henkel gerade im Schauspielhaus Hamburg Minna von Barnim probte. Karin fragte, ob das nicht für Josephine ein bisschen langweilig sei, ihre Ferien mit Probenzuschauen zu verbringen. Aber dann sah sie, dass Josephine immer in der ersten Reihe mit roten Backen und großen Augen saß und nichts anderes wollte, als dabei zu sein und zuzuschauen. Damals sagten alle zu Thorsten Ranf, na, das ist ja klar, die wird auch Schauspielerin. Wurde sie. Und dann treffe ich Josephine das erste Mal vor dem Theater. Sie war auf dem Weg zu einer Wohnungsbesichtigung, begleitet von ihrer Mama. Und wir stellten uns einander vor und lächeln uns an. Und sie rührt mich so sehr, weil sie da jetzt vor diesem Riesentheater steht, in dem sie als Kind der Probe zugeschaut hat. Und jetzt ist sie dort engagiert, ihr erstes Engagement. Ab diesem Moment habe ich das Gefühl, ich bin eine Art große Schwester. Ich möchte, dass Josephine sich wohlfühlt. Ich möchte, dass sie nicht ängstlich ist. Ich möchte, dass sie weiß, dass ich für sie da bin. Dann kreuzen sich unsere Wege auf der Arbeit das erste Mal in Karin Bayers Inszenierung Das Schiff der Träume. Und ich habe wieder so ein ganz starkes, großes Schwestergefühl. Ich spüre ihre Aufregung und ich möchte sie zum Lachen bringen und ihr Mut zuzwinkern und ihr Kaffee mit in die Garderobe bringen und sie vor allem Unwohlsein beschützen. Aber nach einiger Zeit merke ich, dass sie das irgendwie gar nicht braucht. Sie beeindruckt mich sogar auf einmal mit ihrem Mut. Ich merke, dass sie trotz ihrer Aufregung und Unsicherheit ganz schön nach vorne prescht. Mit Charme und Witz und noch etwas anderem Komischen, was ich noch nie gesehen hatte und auch schwer beschreiben kann. Eine eigene Weise von ihr, sich zu bewegen, ein Schleifen in der Stimme, ein bewusstes, unbewusstes, ein Tänzeln im Spiel,
ein stolzes Wiegen, wie ein wildes Pferd, das nicht am Zügel gehen will. Es ist schwer zu beschreiben, aber ich versuche mich da jetzt im Laufe der Laudatio ein bisschen ranzurobben. Ich habe gedacht, ich frage ein paar Menschen, von denen ich weiß, dass Josephine sie sehr schätzt. Denn ich dachte, es ist vielleicht auch spannend, nicht nur meinen Blick auf sie zu hören, sondern was sie auch mit anderen anstellt. Sascha Rau, eine tolle Kollegin und Freundin von Josephine, hat einen sehr schönen Satz gesagt. Und zwar, Josephine hat eine Revolte in sich, die uns alle etwas angeht. Thorsten Ranft, Josephines Papa, sagt über ihr Spiel, Josephine vermag in ihrem Spiel den besonderen Moment zu kreieren. Dann wird es plötzlich still im Zuschauerraum, weil sich da eine junge Frau mit all ihren Mitteln, mit Herz und Seele zu erkennen gibt. Jeder Moment in ihrem Spiel ist wichtig, sei er noch so klein. Max Pross ist ein Regisseur, der mit Josephine schon gearbeitet hat und auch einen sehr besonderen Blick auf sie hat. Er sagt, wer ist Josephine? Im Dudenstände und Daphine vielleicht? Theatermensch. Kollegen verliebt? Diva nur im guten Sinne? Heilmittel gegen Gemütsverdüsterung. Das Gegenteil von Fine, theatermüde. Er sagt, Josephine flüstert in mein Ohr, wir sollten alles anders machen. Josephine ist die Gefahr, die man sucht, die sich derart ehrlich vor einem aufbaut, dass ich sie im ersten Moment leugnen würde, bis das Wühlen, das Raufen, das Lachen, der Tanz, die Arbeit begonnen hat. Resultat, kein Leben ohne Josephine möglich. Samuel Weiß, auch ein toller Kollege und, glaube ich, Freund von Josephine, sagt, alle Schauspieler arbeiten aus dem Widerspruch heraus. Sich widersprechende Dinge in sich vereinigen, das ist die Kunst. Und Josephine beherrscht das perfekt. Ihr gelingt es, Sachen in sich zu vereinigen, von denen man gar nicht ahnen konnte, dass sie zusammen gedacht werden können. Ihr Humor ist es, mit dem sie diese Widersprüchlichkeit in sich zusammenhält. Er begleitet sie ständig. Niest er zu viel, niest er ganz verschwunden. So, das waren die Stimmen der anderen. Jetzt kommt wieder meine. Bei unserer zweiten Arbeit, The Who and the What, auch unter der Regie von Karin Bayer, spielten wir jetzt tatsächlich Schwestern. Sie die Große, ich die Kleine. Und ich merkte, dass sich das Blatt so ein klein bisschen geändert hatte, weil auf einmal brachte sie mich zum Lachen. Sie zwinkerte mir Mut zu und brachte mir Kaffee in die Garderobe und Brote. Und ich hatte das Gefühl, sie beschützt mich. Im Zusammenspiel ist Josephine sehr offen und wach. Es ist ganz einfach, mit ihr ins Spiel zu kommen. Sie ist sehr sensibel, auf der Bühne, aber auch dahinter. Sie spürt schnell, was es gerade braucht. Ich habe ein großes Vertrauen zu ihr und das ist ein kostbares Gefühl im Theater und im Zusammenspiel. Wenn ich Zuschauer bin und Josephine zusehen darf, dann bin ich fasziniert, was für einen eigenen Blick sie auf ihre Figuren hat. Ich muss lachen über ihren Körper, der schräge Sachen macht. Ihr Gesicht erzählt manchmal etwas ganz anderes, als ihr Körper ausdrückt. Dadurch hat sie ein großes Geheimnis. Ihre Stimme rührt mich. Sie hat eine besondere Art, mit ihrer Stimme zu arbeiten. Ein zartes Krächzen, ein Janken und Jauchzen. Sie kann ganz zerbrechlich klingen, diese Stimme, und dann brüllt sie wie eine Löwin. Ein bisschen habe ich das Gefühl, ich konnte ihr beim Großwerden auf der Bühne zusehen, wie sie von Arbeit zu Arbeit freier und sicherer wurde und auch selbstbewusster und sie sich ihrer Wirkung und Mittel bewusster wurde. Sie hat eine wahnsinnige Spiellust und Kraft. Ich sehe so sehr in ihrem Spiel den Wunsch, wirklich damit etwas zu erzählen. Ihre Efe im zerbrochenen Krug in der Inszenierung von Michael Thalheimer ist, obwohl sie zart und verzweifelt wirkt, so wütend und trotzig und stolz. Sie vermittelte mir, ich komme da heile raus. So stark hat sie die Efe werden lassen. Im Stück Anatomie eines Suizids spielt sie verschiedene Figuren. Und mir war es, als ob sie dem Zuschauer viele kostbare Köstlichkeiten serviert. Jede Figur hatte eine andere Körperlichkeit, einen anderen Charme. Alle waren so lebendig und feurig. Überhaupt finde ich Josephines Spiel sehr feurig. Im Häuptling Abendwind von Christoph Marthaler hat sie mich umgehauen, weil sie furztrocken war und sexy und super klug und sehr, sehr lustig.
Ich musste darüber nachdenken, wie gerne sie sich in die Hände der RegisseurInnen begibt, um neue Wege zu gehen und sie kennenzulernen. Ich habe 2 Kantinenarbeiten mit Josephine und ein paar anderen Kollegen gemacht, die Love Show und die Scheidungsshow. Wir haben uns Figuren ausgedacht und diese Figuren sind das erste Mal in dieser Show aufeinander getroffen. Ich war fast ein bisschen eifersüchtig auf Josephines Figuren, weil sie modern und neu waren. Und ich habe mich ein bisschen alt gefühlt neben Josephine. Aber das darf man ja auch bei seiner kleinen Schwester. Sie hat eine moderne Fantasie und einen Blick für junge Frauen und beschäftigt sich gerne, das in ihre Arbeit einzubringen. Durch ihre Neugier auf Menschen und das Leben und die Kunst ist ihr Blick nie beschränkt oder moralisch eingegrenzt oder verbohrt. Jede Figur ist bei ihr in den besten Händen. Warum ich mich aber auch so freue, dass Josephine diesen Preis bekommt, ist noch etwas anderes, vielleicht auch etwas Persönlicheres. Mit Josephine zogen ein paar Kollegen in unser Ensemble ein. Junge. Manche erhielten Preise, große Rollen, manche wurden auch woanders hin engagiert. Und Josephine war nie neidisch oder missgünstig. Im Gegenteil, sie war bei jeder Preisverleihung oder Premiere, umarmte, freute sich, versuchte ehrlich und doch liebevoll Kritik zu geben, schwärmte oder machte Mut. Und es freut mich, dass ihre Kunst ausgezeichnet wird und dass sie ein so freundlicher, liebevoller und großzügiger Mensch ist. Denn ein Mensch wie Josephine ist ein Geschenk für jedes Ensemble. Ich glaube sogar, sie ist für alles ein Geschenk, ob als Freundin, Schauspielerin, Kollegin oder kleingroße Schwester. Ich gratuliere. Nina Wegmann, vielen Dank. Was für eine wunderbare Liebeserklärung, wirklich von Schwester zu Schwester. Ganz, ganz rührend, ganz berührend. Vielen Dankeschön, Dank. Gerne. Danke. Der Boy-Gobert-Preis ist seit 40 Jahren Chefsache. Und deshalb kommt jetzt der Chef, der Vorstaatsvorsitzende der Körperstiftung Lothar Dittmar, mit der Urkunde. Herr Dittmar, weiten Sie Ihres urkundlichen Amtes. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, auch wenn es schon gesagt worden ist, es ist seltsam, hier auf der Bühne des leeren Thalia-Theaters zu stehen und den Boy-Gobert-Preis zu überreichen. 40 Mal hat dieses kleine Theaterfest schon stattgefunden, immer wieder mit kleinen Veränderungen, aber noch nie so wie heute. Ich finde, es ist ein bisschen so wie das Gefühl für die Generalprobe, für die eigentliche Preisverleihung. Aber trotzdem freuen wir uns sehr darüber, dass dieses Theaterfest heute hier stattfinden kann. Und ich möchte allen denen danken, die dazu beigetragen haben, vor der Bühne, auf der Bühne und hinter der Bühne, dass dieses Fest stattfinden kann. Natürlich dem Thalia Theater, dem Schauspielhaus, dem NDR, unserem Medienpartner, der Boy-Gobert-Jury und allen denen, die sich um Licht, Ton und Regie kümmern. Vielen, vielen Dank. Jetzt aber zu Ihnen, Josephine Israel. Wir haben Sie schon auf der Bühne erlebt, wir haben viel über Sie gehört, aber Sie sind zumindest noch nicht live hier auf der Bühne zu Wort gekommen. Mhm. Das hat seinen guten Grund, denn vor einem Auftritt sind Künstlerinnen und Künstler in der Regel viel zu angespannt und viel zu konzentriert, um sich äußern zu können. Aber ich weiß, dass ich Ihnen jetzt noch ein paar Fragen stellen darf. Sie dürfen. Fangen wir mit dem Preis an. Mhm. Wir haben vorhin den Einspieler gesehen, den Anruf der Jury. Ja. Übrigens auch eine Premiere, die natürlich nur möglich ist, weil es diese wahnsinnig leistungsfähigen Smartphones gibt. Aber was mich interessiert, ist die andere Blickrichtung, der andere Blickwinkel. Wo waren Sie eigentlich, als Sie der Anruf erreicht hat? Und was ist Ihnen durch den Kopf gegangen? Also ich war in der Küche und ich wollte gerade los. Also ich war gerade total auf dem Sprung, weil ich einen Termin hatte und war schon spät dran. Und dann musste ich mich halt erstmal setzen. Und ich meine, wie ich reagiert habe, das hat man ja jetzt gehört. Mir ist ein bisschen die Stimme verrutscht. Und danach bin ich eigentlich nur so durch die Wohnung gerannt und bin nicht losgekommen, weil ich mich so gefreut habe. Ja. Seit März haben Sie wegen Corona nur noch wenige Auftritte vor Publikum haben können. Mhm.
Wie sind Sie damit umgegangen? Was haben Sie in den Wochen gemacht, in denen es keine Auftritte geben konnte? Sie haben mal gesagt, dass Begegnung und Miteinander für Sie das Wichtigste ist. Ist es das, was Sie am meisten vermissen? Ja, natürlich. Also man hat es ja auch heute, ich habe es ja versucht, so ein bisschen zu thematisieren, dass man braucht also dieses Publikum und man, es ist auch schön, wenn man mal die Kollegen und Kolleginnen wieder anfassen kann und mal was Körperliches miteinander spielen kann. Und ja, also natürlich, das ist mir sehr wichtig. Wir waren lange Zeit optimistisch, dass wir diese Preisverleihung mit Einschränkungen, aber immerhin doch mit Publikum durchführen können. Seit Anfang Oktober haben wir geahnt, dass es nicht funktionieren wird. Seit Ende Oktober hatten wir die Gewissheit. Und für Sie hat das natürlich eine Umstellung bedeutet, denn Sie mussten ja von einer Präsenzveranstaltung auf eine Digitalveranstaltung umstellen. Wie hat das funktioniert? Was hat das für Sie bedeutet? Wer hat Sie beraten und wer hat Ihnen geholfen? Also ich bin durch viele Zweifel durchgegangen und dachte, ich will irgendwas vorproduzieren. Und dachte dann, ich setze mich dem heute doch aus, dass ich das jetzt live mache mit der Kamera. Und freue mich jetzt auch, weil man muss ja mutig sein und das machen. Und ich hatte ja zum Glück ganz viel Hilfe und Unterstützung. Und ich möchte mich jetzt kurz bedanken, wo ich jetzt hier die Gelegenheit habe, bei meinen großartigen Sänger und Sängerinnen und bei Bendix Detlefsen und bei Sascha Rau fürs Händchen halten, auch auf Abstand heute, und Samuel Weiß und bei Lars Rudolph, dass sie heute mich musikalisch und seelisch unterstützt haben. Ich habe sie mir nur zusammengesucht, weil ich sie alle so mag und deswegen, nein, also es war ganz toll mit euch. Und ich hatte mir vorhin einen Zettel in einem dieser Sessel versteckt, damit ich jetzt niemanden vergesse. Aber ich glaube, ich habe es alles im Kopf, weil der Sessel ist hinter der Bühne. Also, ich möchte mich bedanken bei Lina für diese wunderschöne Rede. Danke, danke, danke. Ich würde jetzt am liebsten eine Rede zurückgeben, aber das kann ich jetzt nicht. Ich möchte mich bei Anna-Lena Rieger bedanken dafür, dass sie in letzter Sekunde, nee, gar nicht, es war lange geplant, also mir geholfen hat mit den Kostümen. Danke, danke, Antje Pohl dafür, dass sie dieses Kleid so an meinen Körper angepasst hat aus der Schneiderei, und Geseke Brandes für ein offenes Ohr und Rita Thiele, dass sie bei der letzten Probe so gute Sachen gesagt hat. Und ich möchte Karin Weyer danken, dass sie mich unter ihre Fittiche genommen hat damals, und der Boy-Gobert-Preis-Jury unter dem Vorsitz von Burkhard Klausner, dass sie mir diesen Preis geben, und der Körperstiftung möchte ich danken. Und ich möchte meinen Kollegen und Kolleginnen danken, mit denen ich im Ensemble sein darf und die mich inspirieren und mich fordern und mich zum Lachen bringen und die mich zum Staunen bringen. Und ich möchte den ganzen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen des Schauspielhauses danken, denen ich so gerne begegne. Und ja, natürlich, also ich werde jetzt nicht, die Familien sind groß, also meine Familie ist groß, deswegen ich möchte jetzt auch, weil ihr nicht da seid, ihr solltet heute alle da sein, meine Freunde, meine Freundinnen, meine Familie, mein Freund, ich möchte euch danken, und ich weiß nicht, in welcher Kamera ich euch jetzt erwische, aber hier, ich denke ganz fest an euch und hätte euch so gern hier gehabt heute. Und ich hoffe, es wird sich keiner beschweren. Ich möchte den Regisseuren und Regisseurinnen danken, mit denen ich arbeiten durfte. Und ja, ich glaube, das war's. Dank zu Ende. Die Welt hat Sie vor ein paar Tagen mit den Worten zitiert, der Preis habe Sie rundum glücklich gemacht. Das freut uns natürlich zu hören. Dieser Preis hat ja zwei Teile. Der erste Teil ist das Geld, davon ist schon geredet worden, die 10.000 Euro. Wissen Sie schon, was Sie damit machen? Sie müssen nicht auf die Frage antworten, aber vielleicht haben Sie eine Idee. Ich möchte bitte nicht, nein, ich weiß es noch nicht, also mal gucken. Okay. Der zweite Teil ist die Urkunde, und wir kommen jetzt ja auch tatsächlich zur Urkundenübergabe. Und bevor wir das tun, möchte ich noch einmal den Urkundentext verlesen, also die Begründung der Jury. Josephine Israel versteht es, sowohl im Solomoment als auch im musikalischen Gefüge des Ensemblespiels, ihr kraftvolles Spiel zu entfalten, dass dabei stets auch die Zerbrechlichkeit ihrer Figuren
also von uns allen, durchscheinen lässt. Sie überzeugt in den unterschiedlichsten Rollen mit hoher schauspielerischer Differenzierungsfähigkeit, mit lebendiger Initiative und klugem Verständnis auch für entschiedene Regiehandschriften. Liebe Frau Israel, herzlichen Glückwunsch zum Beul-Gobert-Preis 2020. Danke. Und jetzt stehen wir noch vor einer Herausforderung, denn ich darf Ihnen die Urkunde und den Blumenstrauß nicht direkt überreichen. Und ich bin gespannt, wie Sie die Situation lösen. Na gut, dann muss ich mal... Dann gehe ich hier mal... Okay. Herzlichen Glückwunsch, danke. Josephine Israel. Wir freuen uns nach dieser Stunde umso mehr auf viele tolle Theatermomente mit Ihnen in der Zukunft. Ganz, ganz toll. Ja, normalerweise würden wir jetzt gemeinsam hier aus diesem Theater rausströmen auf den Weihnachtsmarkt und dann mit einen Tick zu frühen Glühwein aufeinander und auf Josephine Israel anstoßen. Stoßen Sie vielleicht zu Hause mit einem Pikolöchen oder mit einer Tasse Kaffee auf uns und auf Josephine Israel an. Nächstes Jahr sind wir versprochenermaßen hoffentlich alle wieder hier und feiern mit Applaus und mit Nähe, mit gesundem, guten, normalen Abstand. Und der Glühwein ist dann auch da. Hier gibt es jetzt im Video noch ein paar schöne Eindrücke aus 40 Jahren Beul-Gobert-Preis. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen ersten Advent. Machen Sie es gut. Tschüss. Es gibt viele Rollen, die sind so berühmt, aber diese guten Mädchen, die finde ich immer unheimlich fade. Wir wollen mit unseren Mitteln weniger vergangene Verdienste und vollbrachte Lebenswerke auszeichnen, sondern das Neue, das zur Bewährung Drängende. Da sollte kein Einzelner besonders herausragen oder mit irgendeinem Preis bestochen werden. Aber ich hab's nun mal, diesen Erfolg. Es ist nämlich eine Verpflichtung. Es ist die Verpflichtung, nicht nur gut zu sein, besser. Immer besser muss man werden. Daniela Striezel überzeugte die Jury unter anderem durch ihre Darstellung von Colettes Gigi. Hans Krämer erhielt den Preis für seine Rolle als Peer Gynt. Die jungen Schauspieler bedankten sich beim Publikum mit einem eigenen Programm. Dich halten wir für begabt. Ich stehe. Sind Sie das zufrieden? Gut, denn ich gebe nach! Oh. Ich habe immer, glaube ich, gesagt, so als ich so 12 oder 13 war, ich möchte nicht am Taliertisch spielen, ich möchte am Schauspielhaus spielen. Es ist viel schöner und größer und rote Sitze und alles so altmodisch und feierlicher. Das Taliertheater immer diese grässlichen gelben Sitze und da sitzen auch immer nur ganz alte Leute und es ist alles so spießig und so. Ich möchte lieber ins Schauspielhaus. Gestern Morgen im Thalia-Theater. Aufgeregt war Michael Mertens schon, als er auf seinen Platz hechtete. Das Theater war fast so gut besucht wie abends. Alle wollten miterleben, wie der Bühnen-Benjamin den Beul-Gobert-Preis 1988 bekam. Michi, ich weiß gar nicht, womit ich anfangen soll. Es ist so toll. Der Scheck. Ich glaube, ja. Oh. Michael ist nun der dritte Mertens neben Vater und Bruder an dem Theater, an dem sein Großvater Willi Intendant war. Michael Mertens hat sich für diese Auszeichnung mit hervorragenden Leistungen in Clavigo,
von Johann Wolfgang von Goethe sowie in Liebelei von Arthur Schnitzler qualifiziert. Die Ehrung gilt aber gleichermaßen einem jungen Schauspieler, der sich durch vorbildliche Arbeitsleistung, Bescheidenheit und menschliche Integrität auszeichnet. Stimmt. Der und mein, das kann nicht sein. He's such a piece of slime. Dein Mund hat meinen aller Sünd entbunden. Gerade in diesen Tagen liebe ich dich so zärtlich und grenzenlos wie in meiner Kindheit. Außer dir habe ich jetzt niemanden mehr. Schmeiß den Umschlag nicht weg, da ist was ganz Wichtiges drin. Und dann ist, da musst du eine Runde ausgeben, was da drin ist, musst du eine Runde im Theater ausgeben. Danke für diese langen Reden, danke auch für das schöne Geld, danke für diese Anstecknadel, die mir sehr gefällt. Danke für jede schöne Rolle, danke für den Beug-Obert-Preis. Danke, dass auch der Bühnenpförtner meinen Namen weiß. Mach, lieber Pilger, deine Hand nicht schlecht, wenn sie nur tut, was Andacht tun muss. Der Pilger fasst der Heilgen Hand mit Recht. Und Hand auf Hand ist frommer Pilgerkuss. Wenn aber vor der Zeit ich sterbe, sag ich, dass es sogar Gewinn ist. Immer wenn mir alles zu schwer wurde, dann habe ich in seinen Büchern gelesen, es wurde ein bisschen leichter. Ich habe gehofft, er würde zu mir kommen und mich herausführen aus dieser qualvollen Enge. Ja, und auf wen willst du denn jetzt noch warten, Schwesterchen? Wisst ihr was? Ich brauch den Preis gar nicht. Wisst ihr was? Aber es geht mir ums Prinzip. Ich hab den Preis gekriegt. Ich werde den Preis behalten. Und der Preis gehört mir. Bitte dann schenke ich ihn wieder. Also 20.000 Mark. Hätten Sie geschenkt haben. In erster Linie bin ich ja ein ganz normaler Mensch. Und dann bin ich auch noch Schauspielerin. Also das ist, auch wichtig, dass man das ab und zu weiß. Das ist nur ein Beruf. Es gibt's. Sag's mir ins Gesicht. Na komm, sag's mir ins Gesicht. Wirfst du mich jetzt hinaus, ja? Wirfst du mich jetzt hier hinaus, dann sag's mir doch ins Gesicht. Helium. Es ist ja auch eine ganz, ganz einzigartige, ganz unglaubliche Chance, arbeitslos zu sein. Ich finde gerade diese ersten Jahre im Beruf sind einfach sehr, so eine Zeit der Orientierung und eine Zeit, wo auch viel Verunsicherung stattfindet. Und da ist so ein Preis einfach eine Bestätigung, die ganz gutes Mittel so gegen diese Zweifel und diese Unsicherheit, die man hat oder die ich habe jetzt auf jeden Fall, sind. Der Haas zielt an, zielt jägerwärts. Bumm geht der Schuss und trifft ins Herz. Ich freue mich selber eine Auszeichnung. Hab das auch so emotional irgendwie ein bisschen nötig, muss ich sagen. Weil ich jetzt einfach so groß gespielt habe und so viel gespielt habe, dass es mich irritiert hätte, wenn nicht irgendwann mal jemand sagt, Mensch, das tust du zu Recht. Halt! Du hast mich weggeschickt. War deine Schuld, Eiler. Und warum hast du mich nicht erschossen? Walle! Walle! Manche Strecke, das zum Zwecke, Wasser fließe. Nun, Effi, wie ist dir eigentlich? Oh, ganz gut. Wir nennen uns ja auch schon beim Vornamen. Prost. Schlaf gut. Gute Nacht. Oh. Nein, auf keinen Fall.
auf. Am Ende ist man immer selber schuld, wenn man Schnaps trinkt. Der Mensch ist ein Wesen mit freiem Willen und jeder muss selber wissen, was er tut und was nicht. Ich würde wirklich ungern meinen Text umsonst aufsagen, denn abgesehen davon, dass er exzellent formuliert ist, hat es mich sehr viel Mühe gekostet, ihn auswendig zu lernen. Wenn ich ein Stück spiele, was ich gerne spiele, mit Kollegen, mit denen ich gerne spiele, dann ist das einfach, dann denke ich oft, boah, genau hier will ich sein und genau das will ich gerade machen. Wenn vom Publikum wenig kommt, dann muss man einfach selber nachhelfen. Bravo! Nein, bitte, das ist doch... Ich hoffe, dass immer irgendwie so Überraschungen um die Ecke kommen, was, womit man vielleicht gar nicht rechnet und worauf man sich dann einlassen kann und was einen neu irgendwo hinträgt. O Romeo, leg deinen Namen ab. Und für den Namen, der du nicht bist, nimm mich. Nirvana, Lydia. Alphons! Und plötzlich, bam! Hab ich gespürt, wie der Hirnsteingeweih in mich reinrammt und mich in die Luft schleudert. Aber beim Fallen kann ich mich an seiner Seite festhalten. So weggestoßen und doch so angezogen werden, da müssen ja Herz und Kopf sich lange zanken. Und die Fantasie, die in den Streit sich mengt, die macht ja Schwärmer, bei denen bald der Kopf das Herz und bald das Herz den Kopf muss spielen. Das ist ein schlimmer Tausch, du schwärmst. Tight! Und da die Klinke in der Hand mir blieb, als ich die Tür eindonnerte, so reiß ich jetzt mit dem Stahl eines von Schwimmern Daisy. Den Justerrichter, den konnte ich noch erreichen. Was, eine Klinke? Was? Ja, die Türklinke. Aber ich fand Kirchenglocken schon als Fötus gut. Ja, wenn die geläutet haben, sagt Lou, hätte ich getreten. Sowas steckt halt in einem drin. Das ist schon faszinierend, dass man immer am Anfang dieser 8 Wochen da sitzt, nichts hat. Und am Ende guckt man sich so an und denkt so, das hat man jetzt so geschaffen. Durch das Probieren. All of my dreams are a heart.